Hey Georg, hast du vergessen, mir ein Intro zu machen? Du hast nur einmal gefragt. Das gilt nicht. Das du verschoben hast? Das gilt nicht. Das gilt nicht. Mama, Intro für Entballungsanträge. Entballungsanträge? Ja, ich war krank die Woche, ich hatte nicht so viel Zeit. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav mit F. Wait, der da. Das ist mein Cutter. Und wir haben drei Jahre keine Entballungsanträge gemacht. Und jetzt haben wir uns damit beschäftigt. Da waren ein paar Leute, die wirklich grob über die Stränge geschlagen sind. Und den haben wir dann entweder einen Peitschenhieb muss ich zensieren. Peitschenhieb gegeben oder wir haben sie entlassen aus ihrem Gefängnis. Weil 3 Jahre ist echt lange. Ein paar Entballungsanträge am Start. Einige gut abgehangen. Ach, ja, das wäre auch lustig, das stimmt schon. Wir machen die Älteren zuerst, Chat. Die richtig, richtig Alten. Ist das geil. Es ist Weihnachten, ich möchte bitte entsperrt werden. Alright, die Person. Schmutzengel, weiblicher, welches Profilbild. Hat gesagt, denk mal nach, wie du redest. Zu Florian anscheinend oder so? Ich weiß nicht. Ich mag es nicht, mir den Mund verbieten zu lassen. Stream Elements hat sie getimeoutet. Was ist denn bitte die Timeout-Lotterie? Boah, ich finde das wirklich nicht so schlimm, was sie geschrieben hat. Aber ja, Wortkommentare. Ihr letzter war direkt auf Gustav bezogen, als er meinte, wir sollen mal den Chatverlauf nachschauen. Hat mir auch privat schon diskutiert. Beleidigt, die brauchen wir hier nicht. Zweiter Account von ihr war Plattenbauprinzessin oder so. Auch nur Müll geschrieben und privat beleidigt. Alright. Also das ist halt so, ohne die Mod-Kommentare hätte ich die jetzt gelöscht. Sag ich sofort. Ich kann nachvollziehen, wie sich jemand schlecht damit fühlt, dass er einfach random getimeoutet wird. Wenn Kogan sagt, auf keinen Fall, dann wird das nicht entbannt werden. Oh, komm mal, Nürnberg sagt verjährt. Ich sag entbannen. Sie wird das doch eh nicht merken, oder? Außerdem, Digga, die wird niemals meinen Content wieder gucken. Im Leben nicht. Es ist doch Weihnachten, Mann. Ich sag wirklich auch Sperre aufheben, weil verjährt. Oder? Also es ist halt, wenn die Person nochmal negativ auffällt, dann werden wir uns da nochmal drum kümmern, I guess. Ich habe ein Auge drauf. Ich sage, wir sind gnädig, aber haben ein Auge drauf. Das ist schon in Ordnung. Man kann ja, erstmal, ich stimme zu, Menschen können sich ändern. Wir haben auch manchmal, ich sag mal, problematischere Menschen, die aber trotzdem den Chat bereichern können. Schnell wie der Internet Explorer entbannen wir dich. Seven Valley, 2020 erstellt, mir gesperrt, hat ein paar Nachrichten geschrieben, auf jeden Fall. Nein, das ist Warzone auf jeden Fall, großer. Level Oma, Level deine Oma Stufe 90. Mods gibt's nicht. HS. Warum ist das jetzt gebannt worden? Das ist jetzt ohne Mod-Kommentare. Das wird keiner sich gucken, weiß das doch selber nicht mehr. Keine Ahnung, was da in mich gefahren ist, hatte vermutlich einen schlechten Tag, was aber natürlich nicht erlaubt, dass man so etwas schreibt. Ich hoffe, ich bekomme eine zweite Chance, wieder im Chat teilzunehmen. Frühstück grüßen, euer Valentin. Okay, der ist cute, Bro. Re-random HS, ja, aber I don't know, man. Wir haben heute einen guten Tag, ne? Sorry für den 2-Jahre-Bann. Er sagt, du HS? Spaß. Bitte entbann mich, mein Freund war das. Ich hab dich auch Abo bei YouTube da gelassen. Kek weh, Bro. Da ist auch 2 Jahre, Bro. Der kann auch 7 Jahre später sein. Ist mir so scheißegal. Ja, wichtig, Bruder. Ganz wichtig. My auntie pregnant hope it's a transformer. My auntie pregnant hope it's a transformer. My auntie pregnant hope it's a transformer. Sorry, du weißt nicht, wieso ich das geschrieben habe. Sorry, liebe den Content. Alfie ist Assi, sag ich mal. Ich wollte gerade sagen, er hat rege am Chat teilgenommen. Brrr. Rege am Chat teilgenommen, Chat. Mache ich nicht nochmal. Sorry. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich den entbannen soll. Weil ich sag immer wieder, ne, entbannen hängt meistens für mich damit zusammen, dass ich erkenne, dass du irgendeinen Mehrwert für diese Community bringen kannst.
Wir haben eben jemanden entbannt, der DuHS geschrieben hat, ganz am Anfang, nach einigen Malen, aber er hat davor einfach auch kommentiert. Und jetzt ist jemand, der einfach auf seine Tastatur einprügelt und das euch verjährt, folgt nicht mehr. Der scheiß auf den, fünf Nachrichten geschrieben, was gibt's Neues? What the f***, Stream hängt immer. Folgt mal alle Gustav Gabel auf Twitch. Ach, Digga. Wozu die Eigenwerbung? Oder Werbung überhaupt, ey. Sorry, ich hätte das nicht tun sollen. Ich schaue sehr aktiv zu und bereue es. Ich würde gerne wieder am Chat teilhaben. Ja, aber also das ist halt, ich verstehe natürlich, dass das alles Leute sind, die auch lange nicht mehr dabei sind, wegen vor allen Dingen Warzone. Ne? Warzone nicht mehr dabei, Leute nicht mehr dabei. Wieder 3 Jahre her. Warte, komm, wir machen jetzt richtig rockig. Dude. Bitte komm zurück. Wann hörst du auf zu streamen? Bin Admin. Ich glaube, der ist 13. Bitte entbann mich. Oh, geil geschrieben auf jeden Fall. Bin Admin. Ja, ich bin Mord. Keine Ahnung, man, weg mit dir. Ich habe da nichts so zu sagen. Pappnase auf jeden Fall. Hartz IV lässt grüßen. Okay, krass. Okay, Mordkommentar. Beleidigung per Whisper. Ah, aber ich wollte gerade sagen, so, kommt mir jetzt gar nicht so krass von, ne? Wegen was wurde man gesperrt? Ich bin's, Chat. Alright, Warfreak wurde vor einem Jahr gebannt, ist das ungefähr. Und er hat ordentlich kommentiert hier, ne? Ich sehe es gerade. Guck mal. Der war richtig dabei, Junge. Lamo steht schon vor der Tür. Der war auf jeden Fall zu der Warzone-Zeit vor allen Dingen dabei. Und dann ist er 2 Jahre weg gewesen, Chat. Wirklich 2 Jahre. Und dann ist er zurückgekommen. Hat gefragt, ob er die Beta spielen kann. Hey, ich dachte oben Beta. Hab genau dasselbe Problem in der Stunde. Bin selber gerade so ein bisschen live. Wollte das schieben. Such gerade überall Hilfe, weil das hat das groß angesichts YouTube. So, you know, und jetzt kann ich nicht spielen. Bitte nicht bannen, soll keine Selbstprobe sein. Oh. Weißt du was? Ich könnte vielleicht sogar abkaufen, dass er das dummerweise gemacht hat, weil er Quatschkopf ist. Aber bin selber gerade ein bisschen live und wollte das Stream schon so, schwierig, Chat. Es war dumm von mir überlegt, das überhaupt in eine Nachricht einzufügen. Sorry nochmal, ich würde gerne mal wieder den Chat sehen. Also das ist auf jeden Fall ein klassischer Entbanner. Ja, der ist eine Pappnase gewesen, wirklich. Sorry für die lange Haftzeit. Aber jemand, der auch ungefähr, von weniger als einem Jahr gebannt wurde. Hat hier gelacht, dein Gesicht 100 pro während eines Sabatons, wo ich irgendwas Bart gefärbt habe. Oder? Bin in derselben Lobby, komm Oldtime, komm, das bin ich, hihi, scheiße, Nebro, hihihi. Wir sehen uns gleich wieder in der Runde. Bitte, so etwas kommt nie wieder vor, der Sub ist bereit. Ah, Mann, sowas habe ich da keinen Bock drauf, ne? Das war deine Schicht. Ja, dann habe ich noch viel weniger Bock, den zu entbannen. Ja, Stream Sniper und dann noch, sowas, I'm sorry. Und dann, also, ne, dass ich meine, wenn du mir sagst, so, boah, ich gebe dir auch einen Sub, kein Bock. Ey, Bruder, das ist es nicht. Ohne Hex kann man das Spiel nicht mehr spielen. Also ist auch wieder offensichtlich COD. Du hast keinen Hexenschuss, das war aber nicht gut gemacht. Das war eine schlechte Runde, das Aiming war nicht gut. Gustav hat im Flug viel verschossen. Yo, was ist bei ihm los? Warum ist der jetzt so? Jetzt fühle ich mich schlecht. Ghost Army ist am Start. Wow! Ah, da. Uff. Ah, Chat, da habe ich ja eine Meinung zu, ne? Mach auch mal Casino-Stream, das wäre korrekt. Du wärst zwar nicht so Baba wie Theo, aber auch echt krass. Nee, Mann, ich gehe, hier sind negative Vibes. Naja, Vibes auf jeden Fall. Spielen Sie mal Warzone. Das hier ist nichts Gutes. Wir wollen schließlich gut an. Oh, daran erinnere ich mich! Nee, langweilig mit Warzone. Walla Billa Warzone, nicht diese Kinderkacke. Ja, ich erinnere mich an den Typen! Du hast gesagt, dass es meine Mutter Loch gibt. Pass auf! Oh, damit macht man keinen Spaß. What the fuck? Hast du gesagt, dass meine Mutter Loch gibt? Spiel bei Warzone, nicht immer so ein Mist. Lack, was redest du? Glaube, Gustav ist abgehoben, der Bre macht auf arrogant. Ich denke immer, das ist einfach Spaß und wie der schreibt, ne? Aber es gibt Leute, die so reden und ich kann das nicht. Oh, da cringet es mich hart, ehrlich gesagt. Das cringet es mich richtig hart, Chat. Nee. Wobei, also...
Wenn wir den wieder drin haben, dann schreibt er wieder sowas. Nee, Digi. Ich hab auch gerade nicht. Ich könnte mir was ausdenken, aber. Nee, Digi. Das ist. Nee. Alright, Pilzmeister Deister. Oder I like the name. Auf jeden Fall. Der ist auch knapp ein Jahr gebannt, auch im Sabaton gebannt worden. Während meiner Zeit offensichtlich. Mit Mod-Kommentar-Chat, wir sehen es schon mal, ne? Mona Lisa, ein Stern, der deinem trägt. Okay, warum auf gelbes Red Bull? Okay. Oh, der hat nur während des Sabatons geschrieben. Das ist sexistisch, bitte nicht sowas sagen. Ich denke, sie sind dich ihrer weißen Privilegien nicht bewusst. Ich will dir deine passende. Ich erinnere mich an den Typen auch wieder, ne? Die sind aber dennoch ein fantastischer Streamer. Wieso wurde das gebannt? Ich wollte niemanden damit angreifen, aber Gustav für seine Streamerqualität gelobt. Das habe ich nicht, aber okay, ich präsentiere ihre Ansicht. Digga. Er spielt immer das Vernünftigste, da guckt man doch gerne zu. Diese Cluster war mies, ey, wieso? Du bist doch gerade zornig, weil du erschossen wurdest. Ich finde es sehr unfair, gebannt zu sein. Ich habe nichts getan. Alright, dann schauen wir mal kurz mal meinen Kommentar rein. Schon mal negativ aufgefallen, sie alle Nachrichten würde mit dem beim nächsten Mal einfach bannen, to be honest. Wait, aber der war ja schon zu gebannt, zu dem Zeitpunkt. Wie keine funny, so. Der hat auf jeden Fall nichts zu Schlimmes geschrieben, das würde ich sagen. Also, er ist jetzt nicht irgendwie direkt auf Mutter oder auf das Loch meiner Mutter gegangen, ne? Ich habe ihn gebannt, Chat. Das kam jetzt selber überraschend. Ich habe den gebannt. Oh, da war ich wahrscheinlich wirklich sauer, oder? Wenn ich das gebannt habe, wegen du bist gerade zornig, weil du erschossen wurdest. sorry. War eine Überreaktion. Olle Marcello, der ist dieses Jahr gebannt worden und der hat echt viele Nachrichten. Oh, okay. Oh mein Gott. 122 Nachrichten. Ja gut, die meisten Nachrichten sind irgendwie immer nur dasselbe gewesen. Aber er ist trotzdem ziemlich aktiv gewesen, ne? Muss man ihm auch lassen. Weil, schauen wir einfach, was er letzter. Aldi Gaming war auf jeden Fall dabei, ne? Zwar zu der Warzone-Zeit, wie man wieder sieht. Warum Schwulenflagge drin? Bro, out of nowhere. Das ist halt auch so ein. Da würde ich halt nicht zweimal überlegen, das ist halt eine Instant-Ban für mich. Ich habe nur gefragt, warum der Streamer Georg Gustav Gabel die LGBTQ-Flagge drin hat. Ich wusste nicht, dass so aggressiv agiert wird auf dieses Thema und entschuldige mich, in demselben Zug das gefragt zu haben. Ich würde mich freuen, in Zukunft am Chat wieder teilnehmen und gebannt zu werden und Prime Sub wäre auch drin. Ach Mann, hör doch auf mit deinem scheiß Prime Sub, Mann. Oh, ich weiß nicht, Digga. Das kommt mir. Ich habe eher, wenn ich einschätzen müsste, was ich gerade denke, ich habe eher das Gefühl, dass das hier sein wahres Ich ist und dass er da zurückgezogen hat. Ich bin schon jemand, der auch sagt, ich bin bereit dazu, zum Beispiel, wenn jemand hier reinkommt und sowas schreibt, dann würde ich gerne auch mal mit ihm reden können und wir auch mal darüber ein bisschen austauschen können, warum du homophob bist. Aber gleichzeitig, ich versuche tolerant gegenüber Meinungen zu sein, sodass man auch darüber reden kann, auch wenn die Meinungen nicht meine eigene persönliche Meinung treffen. Aber auch gleichzeitig versuche ich natürlich sowas nicht zu beschützen und also homophobe oder schwulenfeindliche Dinge in meinem Chat will ich natürlich nicht lesen. Okay, er hat Apophis als du Hund beleidigt. Erstmal sympathisch. Was hat Weeb mit Japan zu tun? Das Land ist viel mehr als Weeb. Er hat anscheinend mit Apophis die ganze Zeit diskutiert. Das Einzige, was dir einfällt, das ist Stunden her und hat nichts mit dem Chat gerade zu tun. Ich glaube, der hat es mit irgendjemandem geschrieben, ne? Ach du Scheiße, absolut kein Plan, was da los war, aber anscheinend mit jemandem im Chat geschrieben. Ich glaube auch irgendwie, er wirkt eigentlich jetzt nicht irgendwas Schlimmes oder so. Ich kann nicht sagen, was er da so geschrieben hat. Sabaton, deine Schicht. Ach so. Ah, ich sehe es gerade, es war früh morgens, ne? Er hat Alkohol und Drogen im Chat verherrlicht, aber total dicht. Ja, das scheint mir so zu sein, ja. Ich denke, mein erster Gedanke ist, die Sperre aufheben und ihm sagen, dass er nicht so viel, also dass er nicht unter Einfluss so viel schreiben soll oder so. Was sagt ihr? Bitte nur nüchtern am Chat teilnehmen. Wir werden keine Kontrollen immer um 12 und 17 Uhr durchführen. Damn!
Jemand, der am 22.08.2024 gebannt wurde. Das ist nicht lange her. Er hat eine Nachricht geschrieben, er sagt, auf der Insel gibt's versteckt noch einen Boss. Also hat er offensichtlich... Oh, hundertprozentig während Wukong, ne? Da ich es allgemein gehalten habe, habe ich nicht davon ausgedacht, dass es ein Spoiler gewertet war. Ja, alles gut. Und dann haben wir Try My Life, unseren letzten für heute. Der wurde vor 3 Jahren gebannt. Er hat aber letzten Monat angefragt. Ey Gustav, Gabel, hast du mal 160.000 Euro für mich? Brauche das, möchte mir ein paar Sachen auf Amazon kaufen. Und das hat er 5 Mal hintereinander geschrieben. Hey, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ich weiß nicht. Kann sein, dass mein kleiner Bruder war. Ich entschuldige mich dafür, dass ich hoffe, ich werde entsperrt. Oh Mann, das mit diesem kleinen Bruder ist einfach... Bro, schreib einfach nur, ich habe keine Ahnung, warum ich das geschrieben habe. Und ich entbann dich sofort, ne? Aber dieses kleiner Bruder-Ding, ach. Lass uns unsere weitere Beziehung zueinander auf dem richtigen Fuß anfangen. Du laberst Scheiße mit deinem Bruder. Aber ich gebe dir dennoch eine weitere Chance. Warum wurde ich denn jetzt entsperrt? Geil. Du müsstest eine Nachricht haben, die sagt, warum das ist. Wie geil ist das denn, Digga? Es tut mir leid, ich habe mich einfach nicht um diese Entbannungsanträge gekümmert. Es tut mir leid. I'm sorry. Apophis als du Hund beleidigt. Erstmal sympathisch.